sicher und du sind wieder am Start. Wir sind wieder am Start, Leute. Bitte wundert euch nicht, wenn wir auf einmal so beweglich sind. Wir haben unser Drehzimmer ein bisschen neu eingerichtet. Alles kommt und kommt langsam. Und jetzt haben wir hier so richtig coole Drehstühle und es macht so Spaß. Nein, auf jeden Fall, Leute, heute gibt es eine Reaktion zu Loredana Genick. Und ich bin mega gespannt. Ich habe schon kleine Ausschnitte gesehen. Ich finde, sie sieht mega süß aus in dem Video. Und wie lange reden wir nicht um den heißen Brei und legen los. Mixo. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ja, also erstmal etwas, was man gar nicht von ihr kennt, finde ich. So dieses Langsame mit so ein bisschen Bedeutung. Leute, das Ding ist, momentan sind ja auch wieder so Spekulationen, ob die beiden jetzt getrennt sind oder nicht. Und ich hasse sowas immer, wenn man nicht weiß, was man glauben kann. Ich hoffe, sie sind nicht getrennt, aber ich glaube nicht, dass der Track an ihnen sein soll, weil das wäre zu schnell. Aber ja, ist mal was anderes, ist was Cooles und ich finde sie mit den Locken so viel süßer als mit glatten Haaren. Es steht ihr extrem. Auf was Frauen achten. Ja. Ich finde ihre heisere Stimme, ja, die heiser ist, richtig angenehm. Ich auch. Deswegen, also sie macht ja zurzeit mehr so ein bisschen Gesang und das gefällt mir auch auf jeden Fall besser. Du meintest, du bist anders als die anderen. Ich dachte, es gibt immer nur uns beide. Aber was machst du da wieder für eine Scheiße? Ja, ich zieh jetzt mein Cash ganz allein hier im Bett. Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst hello, wir brauchen ein bisschen Geld. Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Brauch noch eine Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein... Die werden zu 1000% sagen, dass das an ihr Freund gerichtet ist. Zu 1000%. Ja, normal. Würde ich auch denken. Leute, es ist mal was ganz anderes und ich liebe es, wenn Menschen andere Facetten zeigen und auch andere Sachen machen, was sie so können. Aber ich muss sagen, es ist nicht mein Lieblingstrack von ihr. Also ich mag dieses schnelle, freche mehr, so das ist hier ja schon so eher R&B und ich mag sie mehr in diesen lauten, frechen, schnellen Sachen. Zum Beispiel der Track mit Mello, Kein Plan, ist für mich immer noch die Nummer 1. Und es ist sehr schwer, nachdem man so ein Brett raushängt, damit noch mal mitzuhalten, finde ich. Aber ich finde es nicht schlecht und wie gesagt, ich finde sie mit den Locken unnormal süß und ich mag sowieso ihre Stimme. Ich finde, sie ist eine sehr starke Frau, sie musste sich auch viel anhören in letzter Zeit und hat darüber gestanden. Ja, und wegen der Vergangenheit und ja, so. Und, ja, und ich finde es trotzdem cool, dass sie ihr Ding macht. Ich liebe es, dass sie sich nicht verkauft, sie ist nicht billig. Sie hat Talent und mehr braucht sie nicht und das finde ich mega an ihr. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Der Rübiger hat uns aber richtig cool. Ich hab alles im Schrank, bin jetzt meine eigene Bank. Brauch dein Geld nicht, mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal deine Filme machen. Du willst allein sein, okay. Willst Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dann weg bin, musst du das verstehen. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Brauch noch eine Kippe und leb mein Leben. Leute, Bonnie Strange ist für mich so ein kleines Phänomen.
Die Frau wird doch jünger statt älter. Die ist jetzt schon Mutter. Man sieht die seit Jahren in der Öffentlichkeit und die Frau wird nicht älter. Was stimmt nicht mit der? Jetzt, wo du es sagst. Die ist ein Vampir, Alter. Langsam wird es auffällig. Die wird doch jünger, immer jünger. Ja, die hat ja so ein Babygesicht. Ja, Mann. Die ist wirklich eine lebendige Puppe. Also irgendwas stimmt mit der nicht. Das ist gegen die Natur, nicht älter zu werden, so viele Jahre. Zurück zum Lied. Ich weiß, was du meinst. Dieses freche Rappen von ihr gefällt mir auch natürlich viel, viel besser. Aber es gibt draußen Leute auch, die das mehr feiern hat werden. Hat doch keiner gesagt, natürlich. Hallo, aber es sagt doch keiner, dass keiner das feiern wird. Ich find's Bombe. Es ist nur mein Geschmack, dass ich die anderen Sachen besser finde. Aber natürlich werden Leute das feiern. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Ja, deswegen ist es besser, mehrere Sachen zu machen. Ja, auf weil jeden dann Fall. Befriedigst du jeden sozusagen. Weißt du schon? Haben wir Beef. Du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar. Und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder. Mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar. Ja, Leute. Wunderschöner Beat, wirklich. Das ist wieder so ein Track, wo du im Sommer mit einem Cabrio über die Autobahn fahren willst. Du willst das einzige Auto auf der Autobahn sein und ganz laut dieses Lied hören. Ich finde, das ist sehr chillig. Es ist sehr beruhigend. Ihre Stimme ist sehr angenehm. Der Beat ist sehr angenehm. Und Leute, oh mein Gott, in dem letzten Track mit Mello habe ich gesagt, dass ich es schön finde, dass Loredana, also ihre hohe Kopfstimme finde ich schön. Daraufhin kamen Kommentare, es wäre keine Kopfstimme, sondern es wäre hohes Autotune. Oh, wirklich, als YouTuber lernt man wirklich, wie viele dumme Menschen da draußen existieren. Tja. Um Autotune zu machen auf eine Stimme, muss die Person ja erstmal was sagen, sonst gibt es auch kein Autotune. Mhm. Und wenn sie mit einer hohen Kopfstimme etwas sagt, dann ist es eben die hohe Stimme, die ich mag und nicht die tiefe Stimme. Und das ist eine Kopfstimme. Und sowas wissen die Leute, die ein bisschen Ahnung von Gesang haben. Und die anderen sollten doch einfach ihre Klappe halten. Aber Leute, diese Klugscheißer gibt es leider immer. Die findest du an jeder Ecke, in jedem Haushalt. Deswegen. In jedem Haushalt, ja. Leute, auf jeden Fall, wie fand ihr den Track? Und ja, Leute, nochmal, wir werden hier keine Werbung draufschalten, wir werden dieses Video nicht monetarisieren. Nochmal, wir verdienen keinen Cent, nein, deswegen sind wir keine Ehrenleute, aber es kann passieren, dass YouTube trotzdem Werbung draufschaltet. YouTube ist manchmal so und dann machen die das und sie verdienen mit dem Videogeld, was wir drehen, was wir schneiden, wofür wir unsere Zeit investieren und die sagen uns, nein, es ist eine Reaktion, ihr dürft damit keinen Cent verdienen. Wir aber schon. Passiert manchmal. Passiert ist nicht schlimm, deswegen wundert euch nicht. Wir schalten keine Werbung drauf, wenn aber Werbung drauf ist, dann könnt ihr euch sicher sein, dass eure Klicks YouTube die Taschen füllen. Nicht uns. Haben ja nicht genug. Aber ist nicht schlimm, Leute. Die Reaktionen machen Spaß und wenn das der Weg ist, wo wir Reaktionen machen können, ohne dass wir den Kanal gesperrt bekommen, dann ist das super. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Wie fandet ihr den Track? In die Kommentare damit. Sagt ihr wie ich, ihr mögt mehr so diese schnellen Sachen oder sagt ihr, das ist die Schiene von Loredana, die ihr feiert. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Wir haben euch mega da lieb und sagen... Bye bye, beautiful. Haut rein, Leute. Bye bye.